Willkommen zurück zum Let's Play Darksiders 2 mit Poison Blackie und ja, mal wieder allein. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wie jetzt hier. Schon gut. Schon gut. Ja. Oh. Das ist mal was Neues. Einfallsreiches. Dann wollen wir doch mal weiter. Ah, und Itachi 2903 spielt jetzt Assassin's Creed 3. Oder auch Dave genannt. Er hat, wie gesagt, von seinen Eltern bekommen. Endlich. Und ja. What the... Rachesüchtiger Geist. What the fuck. Ich will aber keine Rache. Hui. Da war nichts, oder? Gut. Er springt, dann gucken. Alles voller Totenengel. Gefällt mir. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Jetzt, da die Tür wieder zugegangen ist. Okay, ich kann nur im Moment rechts lang. Und Geister töten. Als wäre das was Neues. Irgendwas töten musste ich schon immer. Komm zurück. Oh. Das ging schnell. Oh, hallo. Teleporter. Vieh. Man kann ja nochmal auf. Verdorbene Engel. Dann halt. Gott. So, hab ich irgendwas? Besser. Nein, nein, nein. Das behalte ich. Kritischer Schaden geht hoch. Da geht auch kritischer Schaden hoch. Da geht die Kraft hoch. Nehmen wir das. Oder? Ja. Dann nehme ich noch den Handschuh hier. Schuhe habe ich nichts Neues und Amulett. Sieht gut aus. Ne. Ich habe keine Ahnung, wo es lang gehen soll.
Okay. Man kann es ja mal versuchen. Von da komme ich, wenn ich mich recht erinnere. Also, warum gehen wir einfach mal die Treppe hoch und da lang? Ja. Nächster, bitte. Und okay, schade. Ja, warum komme ich nicht früher drauf? Einfach so zu machen. Das liegt daran, dass ich verplant bin. Genau, nennen wir es verplant. Kein Geist? Kein Geist? Irgendwas stimmt hier nicht. Ey, was stimmt hier gar so gar nicht? Hier sieht so ziemlich alles tot aus. Und dabei sehe ich sogar noch lebendig aus. Hallo. Angriff! Bitte nicht. Mehr verdammte Angel. Ey, ich drück B. Sorry. War so geplant. Hä? Truhe? 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 Irgendwo? Eine Truhe? Da, Truhe. Verlieskarte. Oh ja. Da könnte ich sehen, wie groß es ist, aber wenn ich es sehe, gefällt mir wahrscheinlich nicht, also tue ich es wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich meine ich, tue ich nicht. Mhm. Okay. Genau so machen das. Mit Geistern, die man nicht kennt. Aber man weiß, dass sie rechtsüchtig sind. Und nicht lastsüchtig. Schlecht und unwitzig. Das sind meine Witze. Ja. Hallo, ist hier jemand? Hm.
Schade. Ne, wenig. Also. Muss ich irgendwie. Der Reiter kommt. Nein. Ne. Also muss ich irgendwie hier durch. Er kommt. Und dadurch? Nee. Hierdurch? Okay. Wechseln? Dahin. Da hoch. Reiter! Müssen schwinden. Ja, das sehe ich genauso. Also verschwinde. Aber ich verstehe es nicht. Da hoch. Da habe ich gerade die Engel gekillt. Nein. Was bringt das? Hat sich daran jetzt irgendwas geändert, als wenn das Ding jetzt offen ist? Obwohl.
Ja, es macht einen Unterschied. Und hoch oder rüber, niemand nimmt hoch und rüber. Dann ein paar Geister töten und ein paar, meine ich, den irgendwie. Ich habe keine. Okay. Warte. Komme ich von da oder komme ich da von da nicht? Doch, von da komme ich. Denke ich. Karte. Ja, richtig. Kann ich dich mitnehmen? Warte, ich bin zurück zum Anfang. Wieso? Ich bin verwirrt. Und das kann ich nicht nennen. Kann ich jetzt nicht nennen. Ich bin einfach nur verwirrt. Was haben die blauen Dinger damit zu tun? Und wo kriege ich wieder so eine Bombe her? Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Also hoch. Loslassen, eigentlich. So. Krieg ich vielleicht hier eine neue Fähigkeit oder was? So, nochmal. Bam. Bam. Da hoch. Nein, da hoch. Zurückverwandeln. Trank schlucken. Weil wegen ist hoch. Und da hoch. So. Ja, dann war's für diesen Part. Großer Verwirrung. Also wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und haut raus.